So, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allem natürlich liebes Brautpaar, Frau Simone Schott und Michael Niederlehm und verehrte Hochzeitsgesellschaft, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier im kleinen Sitzungssaal des Münchner Rathauses zu einer echten Premiere. Und jetzt kommt dieser poetische Satz: Über Nacht wurde aus der Bekanntschaft eine Beziehung. Das ist jetzt, was den Münchner Oberbürgermeister beglückt. Was macht ein Paar, das Hongkong und San Francisco und eigentlich die ganze Welt gesehen hat? Es zieht in die Münchner Altstadt. Das ist ein verwendetes Und ich würde sagen, allein das beweist Ihre Urteilskraft. Sie informieren sich erst weltweit und treffen dann die beste Wahl bei der Ortswahl, genauso wie bei der Partnerwahl. Dafür darf ich Sie bitten, vorzutreten. Und ich fange natürlich mit der Frau an. Liebe Frau Simone Maria Schott, ist es Ihr eigener und freier Wille, den hier anwesenden Michael Niederlehm zu heiraten? Dann antworten Sie bitte mit einem Ja. Klang überzeugend, gut. Jetzt fragen wir Herrn Michael Niederlehm, ist es Ihr eigener und freier Wille, mit der hier anwesenden Simone Maria Schott die Ehe einzugehen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Damit darf ich als der örtlich zuständige Standesbeamte feststellen, dass beide Brautleute die Frage des Standesbeamten, ob sie miteinander die Ehe eingehen wollen, mit Ja beantwortet haben. Und ich stelle fest, dass sie damit rechtmäßig verbundene Eheleute sind. So, jetzt muss ich nur noch eine finstere Aussage ausstoßen, dann kommt jetzt den folgenden Teil. Ich mache diesen Job als Standesbeamter jetzt seit 9 Jahren und es ist noch keine einzige Ehe gescheitert. Glauben Sie nicht, dass Sie mir diese fantastische Statistik von uns Thank you.